Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines kleinen Strickpodcastes. Mein Name ist Caro und ich begrüße euch hier regelmäßig aus meinem kleinen Fadenreich. Ja, ich bedanke mich schon mal, dass ich schon wieder so zahlreich eingeschaltet habe und begrüße euch zur 118. Ausgabe. Da war ich eben, wo ich mir das mal so habe durch den Kopf gehen lassen, doch auch selbst erstaunt. 118 Videos ist schon, glaube ich, eine ganze Menge. Und ich mache das immer noch mit ganz viel Spaß und Freude. Ich freue mich immer auf den Austausch mit euch und es gibt mir wahnsinnig viel. Es ist aber auch für mich selbst die Erinnerung, dass ich das Recht habe, auch hier als herumwirbelnde, pflegende Angehörige, Krankenschwester meines Mannes, Betreuerin unseres Hundes, Spieloma für meine Enkelkinder, dass auch ich das Recht habe, mir einfach einmal eine Auszeit zu nehmen. Und das genieße ich unheimlich. Also die Zeiten brauche ich echt auch. Und ich denke, euch geht es genauso. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal frei. In den letzten 14 Tagen ist wahnsinnig viel passiert hier. Ich bin nicht so zum Stricken gekommen, wie ich eigentlich hätte gewollt hätte. Aber jeder von uns kennt diese Zeiten, das ist halt normal. Ich reiße mal eben an, worum es heute geht. Ich habe mir ehrlich gesagt, weil so viel war, einen Zettel schreiben müssen. Ja, heute enden wir gleich das Gewinnspiel. Da sage ich noch was zu. Ich zeige euch, was ich auf den Nadeln habe, was ich neu angeschlagen habe. Ich zeige euch selbstverständlich die Turnschuhe, die ich zum Geburtstag bekommen habe von meinem Mann, aber gewerkelt hat sie die Janine und ich war total baff, da war noch was im Paket von einer Podcasterin, die ich sehr verehre, mit dabei, das zeige ich euch auch. Mein September-Call, ja, da müssen wir mal drüber reden, also irgendwie komme ich da überhaupt nicht vor und zurück. Dann möchte ich ja auch noch dieses Jahr unbedingt ein eigenes Design rausbringen. Und Viola und ich, wir verpassen uns immer. Also wenn Viola Zeit hatte, dann war ich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus zu meinem Mann, der überraschenderweise auf einmal da bleiben musste. Und wenn ich Zeit hatte, war Viola nicht erreichbar. Also irgendwie rennen wir beiden Frauen ständig aneinander vorbei. Ich weiß aber, Viola hat eine furchtbare... furchtbar ist es nicht. Also sie hat ein riesengroßes Haus, woran sie jetzt hardcore arbeitet. Sie ist, glaube ich, Vollzeit Krankenschwester. Sie hat auch Enkelkinder, sie hat Kinder, also die hat auch ein Tagespensum zu werkeln und zu stemmen, genauso wie ich. Furchtbar ist das nicht, das war das falsche Wort. Aber die Frau bräuchte wahrscheinlich genauso wie ich manchmal besser drei oder eine vierte Hand noch dazu, um das überhaupt alles zu schaffen. Also das ist echt manchmal, glaube ich, bei ihr genauso schwer wie bei mir. Wahrscheinlich bei ihr sogar noch schwerer, weil ich gehe ja in Anführungsstrichen nicht 8 Stunden arbeiten. Das denken ja immer einige. Ja, die Carola ist zu Hause. Nein, die Carola ist selbstständig. Und das heißt eigentlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Nur das akzeptiert ja hier kaum einer. Will ich nur noch mal ins Gedächtnis rufen. Ich arbeite mehr als beim Pflegedienst oder mehr als ich jemals in meinem Leben gearbeitet habe für mein kleines Fadenreich. Nur man sieht es nicht und die Akzeptanz ist einfach nicht so gegeben, weil ich ja immer zu Hause bin. Ja, nur mal so am Rande. Dann werde ich euch heute zeigen meine herbstlichen Färbungen. Und das kann ich euch sagen, das war mein Highlight. Diese pure Entspannung, alles loslassen zu können und einfach sich dem Färben hinzugeben. Boah. War so schön. Es war wirklich so, so schön. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch so, so schön jetzt die ersten Herbsttaschen für euch im Shop, die auch so wunderschön sind. Ich habe auch so 2, 3 mitnähen können, was ich dann auch immer mal wieder gerne mache. Und es fehlt mir auch total das Nähen, weil ich habe es ja so ein bisschen aus der Hand gegeben, aber ich freue mich immer, wenn ich mal wieder mitnähen kann.
Das habe ich dann gemacht, wo mein Mann im Krankenhaus war, abends noch. Das war auch wunderschön, auch die neuen Stoffe zu vernähen. Die lassen sich so toll nähen. Zeige ich euch später. Und dann geht heute ganz offiziell in den Verkauf mein Mystery Bag Halloween für euch in den Abverkauf. Ja, ist eine begrenzte Stückzahl. Nur das, was ich mir vorstellen kann, was ich in Ruhe und Frieden und ohne Stress gewerkelt kriege. Deswegen begrenzte Anzahl. Man muss schnell sein. Ja, gut, lasst uns anfangen. Ja, wo fangen wir an? Was habe ich drauf? Danke für die Beteiligung am Gewinnspiel. Ja, vielen Dank, dass ihr so rege teilgenommen habt. Und ich habe völlig vergessen zu sagen, von wann bis wann überhaupt das Gewinnspiel geht. Ich habe jetzt beschlossen, ich werde es just in diesem Moment jetzt beenden. Ich stoppe also bei 439 Kommentaren. Jeder, der jetzt noch sich drunter schreibt, das wird nicht mehr gelingen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich schon auslosen werde jetzt bei der Zahl. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Soll ich euch noch mal eben den Gewinn holen? Wartet, ich mache das mal gerade. Ja, so ist das. Wenn ich was hole, fällt immer hinter mir was runter. Ich zeige es euch nochmal eben. Das ist der Gewinn und zwar die kleine Projekttasche mit diesen richtig tollen Pandas drauf. Und dazu gibt es ja die kleine Pandaschere. Also, ihr könnt euch eure Chancen selbst ausrechnen. 439 geteilt durch euch. Dann wisst ihr ungefähr, was ihr für eine Gewinnchance habt. Naja, es ist besser wie bei Lotto 24, würde ich mal sagen. Und mehr wie drei richtige hatte ich da auch noch nie und da war der Gewinn bei 11 Euro. Also, es könnte schön werden für einen von euch da draußen. Und ich freue mich natürlich für jeden. Ich werde beim nächsten Podcast auch sagen, wer gewonnen hat. Das war das. Ich habe noch nicht unter dem Podcast alle Bemerkungen gelesen. Es war so viel. Es war so viel. Ich entschuldige mich mal dafür und ich werde es nachholen. Ich habe heute das erste Mal, und es ist Samstagmorgen, das Gefühl, dass es jetzt etwas besser wird, auch mit meinem Mann. Es ist ehrlich gesagt doch ein sehr großer pflegerischer Aufwand. Ich habe Gott sei Dank noch den Arzt im Krankenhaus, den ich dann mal kontaktieren kann, wenn es wieder sehr gehakt hat. Es war ihm lieber, wir konnten das so am Telefon klären und ich bin ja in der Pflege nicht ganz so untalentiert. Wir haben es also ganz gut hingekriegt. Irgendwie sind die Nähte, die vernäht wurden, doch nicht so das Pralle gewesen. Denkt jetzt mittlerweile der Arzt auch und wird das nochmal vor den nächsten OPs vielleicht im Kollektiv besprechen, weil wir wohl nicht die einzigen waren, die hier mit so Problemen etwas zu kämpfen haben. Ja, gut. Auf den Nadeln. Tja, was soll ich sagen? Auf den Nadeln habe ich immer noch meinen abgewandelten Garden-Cardigan. Ist jetzt am Knäuel. Der sich wie folgt gestaltet. Soweit kennt ihr ihn ja. Ich habe den Rumpf nochmal gewaschen. Und ich muss ihn auch ein drittes Mal waschen. Und dann muss ich ihn aber wirklich hinlegen, damit ich ihn noch etwas in der Breite größer kriege. Die Länge ist gut, die wollte ich so. Aber der zieht sich immer wieder, weil ich ja doppelfädig verstricke. Er zieht sich unheimlich zusammen. Ich muss ihn wirklich ausspannen und dass er liegend trocknet mit den Spannnädelchen drinnen. Mein erster Arm. Ey Leute, ich wäre normalerweise wahrscheinlich schon fertig gewesen. Und dann hatte ich das Armdesaster, dass ich einfach zu wenig Maschen aufgenommen habe und mir das zu eng war. Das gefiel mir nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte ungefähr... Wartet mal. So ein Stück weniger. So, hier bis hier. Das war mir zu wenig. Dann habe ich wirklich gedacht, boah, das ziehst du hinterher wieder nicht an, wenn das an deinen Speckärmchen da oben so eng ist. Ich kenne mich doch.
habe nochmal alles gerippelt und neue und mehr Maschen aufgenommen. Kann man ja in dem Design, ist ja überhaupt kein Problem. Das gibt der Rand hier unten ja her, den spannt man dann etwas und nimmt mehr Maschen auf. Und jetzt ist es, glaube ich, eher meins. Und jetzt heißt es halt wieder in Runden fleißig zwei rechts in Farbe und zwei rechts in Weiß, zwei rein und dann abwechselnd und wieder tauschen, weil ich mich doch dazu entschlossen habe, im Muster zu bleiben und im Muster weiterzumachen. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich hatte doch arge Bauchschmerzen, mir eine wollweiße Variante an den Arm zu machen, weil ich gedacht habe, boah, dann legst du mal hier den Arm auf und kommst mal da irgendwo gegen die Wand oder draußen an einen Baum, an einen Ast. Und dann hätte ich bestimmt das Wollweiß ruckzuck verfärbt gehabt und habe gedacht, nee. Nee, also wenn ich was stricke, dann muss ich auch, entwickle ich so ein Gefühl dafür und dann muss mir das auch gefallen. Und ich glaube, ich bin jetzt hier auf dem einfach besseren Weg, obwohl es natürlich anstrengender ist. Es dauert deutlich länger. Ja, ist so. Gerade muss ich mir wieder hier raus zwei Knäuel machen, zwei Knäuelchen, die ich dann entweder nochmal umhaspel, dass ich direkt einen Knäuel habe mit zwei Fäden drauf. Das ist natürlich viel praktischer, weil man ja auch noch den anderen Knäuel mit Weiß hat. Oder ich lasse wieder in der Projekttasche zwei Knäuel hiervon rumbombeln, die sich dann aber auch schon mal verheddern. Also so richtig 100% eine gute Idee ist das, glaube ich, nicht. Besser ist, ich mache mir vorher wieder den Mehraufwand und mache mir ein doppelfädiges Cake. Ich glaube, das würde besser aussehen. Ja. Die wiegt jetzt schon ganz ordentlich. Aber wenn ich auf dieses Farbergebnis schaue, wie sich das ergibt, ich zeige euch das noch mal ganz langsam. Ihr habt die gute Kameraeinstellung. Wenn ihr die Farben seht, ich bin jedes Mal, wenn ich die in die Hand nehme, so verliebt in dieses Gestricke. Dabei ist das so einfach, zwei in Farbe und zwei weiße, aber das Gesamtergebnis ist so wunderschön, dass ich das jedes Mal abfeiere, wenn ich das Gestrick in die Hand nehme. Ja. Ihr werdet es nochmal sehen. Wirklich. Ich stricke unendlich gerne daran. Wirklich. Ich habe auch Karikó gefärbt. Da und da. Aber ich habe es noch nicht geschafft, die in den Shop einzupflegen. Ich habe zwar schon hier die ganzen Herbsttöne jetzt drin, aber die Karikós nicht und auch noch so ein paar andere. Aber was soll ich sagen? Ich habe nur zwei Hände. Irgendwie ist das so. Also diese Pseudo Garden Cardigan Karo Style werdet ihr noch mal sehen, weil ich mich einfach noch ein bisschen durch die Arme quälen muss. Das ist noch mal so. Wenn ich jetzt morgens aufstehe und gehe in meinen Strandkorb und sehe dann so das erste Mal morgens, wir sind jetzt so, dass in den langen Gräsern morgen hier die Spinnenweben und so hängen, in dem Morgentau, wo ich dann denke, ja, du musst Gas geben. Du kannst ihn jetzt bald anziehen. Es ist jetzt morgens schon echt frisch. Wir hatten jetzt mal morgen nur 4 Grad. Gut, das hat sich dann den Tag natürlich wieder schön gesteigert und es ist schön warm geworden, aber 4 Grad war schon amtlich, ne? Also von daher muss ich da echt mal zusehen, dass ich damit fertig werde. Ja. Noch ein Projekt, was ich gerne mal fertig haben wollen würde, ist der Outline, der ja auch hoch und runter gestrickt wird. Und das ist echt ein Design, da könnt ihr... Ich habe den in so vielen verschiedenen Farben gesehen. Das ist echt so ein tolles Teil. Der ist der Outline, eine Gratis-Anleitung von Hedgehog Fibers. Und jemand hat mir ja geschrieben, den gibt es jetzt auch umsonst, den Download auf Ravelry. Ja, ein tolles Teil und ich habe sehr schön daran rumgenadelt. Weil den kann man natürlich auch mal überall mit hinnehmen.
Und er ist, ich muss mich echt mal loben, diesmal wirklich sehr gewachsen. Ich war beim letzten Mal hier in diesem Orange Peach und das ist alles dazugekommen. Ja. Ich schlag ihn mir immer um den Hals und hatte auch, ich glaube, Ute gefragt, Ute, wie lang ist deiner? Ich meine, sie hätte gesagt 1,70 Meter. Ja, glaube. Ich habe, das ist jetzt eine Spannweite, dann packe ich wieder hier und das noch dazu. Aber wenn ich mir den um den Hals lege, das ist ja nichts. Da kriege ich ja keinen Knoten rein. Also, das geht ja gar nicht. Hier fehlt ja noch einen ganzen Ast voll. Also, meiner muss noch deutlich wachsen. So geht das nicht. Der muss echt noch viel, viel, viel länger werden. So kann ich nicht arbeiten. Also, ich werde da leider, so schlimm wie das ist, für euch und für mich, den werdet ihr noch sehen. Also, ich hatte jetzt vielleicht 30 cm geschafft. Ja, 30. Setz ihn jetzt um ins Dunkelbraune. Und so ist das. So ist das, wenn man viel auf den Nadeln hat, kann es passieren, dass ihr die Sachen, seht ihr den schon 8 Wochen? Bestimmt, ne? Bestimmt. Den stecke ich bestimmt schon seit, wir haben jetzt September, August, Juli. Habe ich den nicht im Mai angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Den werdet ihr auf jeden Fall noch länger sehen. Halt, so geht das nicht. Den kriege ich ja noch nicht ordentlich um den Hals. Da habe ich keine Freude dran. Der muss also auf jeden Fall noch wachsen. Ja. Dann kann ich aber vermelden, dass in meiner süßen Projekttasche, wo ja die Pinsies drauf dürfen, wenigstens gestern Abend ein paar Socke fertig geworden ist. Eine Socke von einem Paar fertig geworden ist. Und die Twist Looks, ich liebe sie ja. Das war ja ein 50 Gramm Ball aus meinem Shop. Ich habe die Twist Looks von Atelier Citron in ganz vielen pastelligen Farben im Shop. Und dazu einen gefärbten Strang. Das sieht richtig schön aus. Die ist aber sehr mit Spannkraft. Ich habe die angezogen. Die Socke passt mir sehr, sehr gut. Eine Käppchen, eine Bändchenspitze. Käppchen, Ferse wie von Mama gelernt und von Oma. Und hier oben ist ein ganz witziges Bündchen in handgefärbter Wolle. Und dann kommt das Grün da drüber. Und das darf auch so schön rollern. Und das habe ich jetzt angefangen. Habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt. Das ist der Anfang. Das waren keine Mikados, sondern das waren jetzt eine Handvoll Lückennadeln unterschiedlicher Farben. Und jetzt muss ich ja wieder mit der Farbe Grün anschlagen und glatt rechts stricken. Und dann stülpe ich das praktisch darüber, stricke aus 2 Maschen, eine Masche hervor und dann erarbeite ich mir wieder die Socke nach unten. Ganz einfach. Wirklich ganz einfach. Abgeguckt habe ich mir das. Ich habe euch die Anleitung mal mitgebracht, weil die ist auch gratis erhältlich auf Ravelry und da sah die Socke so aus. Jetzt hatte die aber oben in diesem blauen fliederfarbenen Ton so viele Maschen angeschlagen. Der durfte sich dann wellen und ringeln und so. Und das waren mir persönlich zu viele Maschen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum ich mir da oben so eine breite Blüte praktisch dran stricken soll. Das hat sich mir nicht erschlossen. Und habe bei mir die gleiche Maschenzahl aufgenommen wie bei dem Grün. Und dadurch sitzt das auch oben am Fuß etwas. Ich finde die Variante eigentlich viel schöner. Und habe natürlich, weil ich auch ein bisschen faul war, dieses opulente Muster auf der Socke weggelassen. Die heißen Sneaker Socken Bela und sind von
bei Martina HM. Ja, kostenlos auf Ravelry. Sneakersocken Bela. Also um Gottes Willen, das Muster auf dem Fuß ist richtig, richtig schön. Ich war nur zu faul. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Und wenn ihr die nachstricken wollt, wollt ihr oben in der ersten Farbe wirklich so viele Maschen, das waren über 100, glaube, wirklich anschlagen. Oh, Kinder, ich kriege gerade eine Hitzewallung. Oh, ich merke es gerade. Das waren echt irgendwie über 100. Für die Socke A schlage 105 Maschen an. Und für Socke B, also es sind unterschiedliche Größen, sogar 112. Das war mir zu viel. Und deswegen habe ich gedacht, ne, da kann ruhig das erste Bündchen doch anlegen, weil das zweite ist doch sowieso ein Rollrand runter. Und habe die Maschenzahl angeschlagen, die ich immer anschlage. Ja. Mir hat sich einfach der Sinn nicht so erschlossen. Und ich hatte sie gestern Abend an. Soll ich mal versuchen, einen Spagat zu machen? Komm, ich mache mal gerade einen Spagat für euch. Oh. Man bedenke, ich habe Hitzewallung und mache jetzt einen Spagat für euch. Warte. Ich finde, sie passen richtig schön. Ja. Prima. Ich finde es auch witzig. Sie gucken hinterher aus den Turnschuhen vielleicht raus. Turnschuhe. Könnte ich jetzt mal gerade einschieben, das Thema Turnschuhe. Ich bin euch ja noch was schuldig. Socke haken wir ab, haben wir alles zugesagt, kommen wir mal zu Turnschuhen. Viele von euch wissen ja, ich bin mit Leib und Seele Siegerländerin. Ich liebe das Siegerland, ich kann euch das gar nicht sagen. Ich, irgendwo anders bin ich gerne. Ich bin gerne in Holland oder in Österreich oder gerne auch im Urlaub, wo wir hinfahren, egal. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn wir zurück ins Siegerland kommen. Ich bin hier zu Hause, ich bin hier verwurzelt, ich liebe es. Und wir Siegerländer, wir haben bestimmte Wahrzeichen, die für unsere Stadt stehen. Und das sind zum Beispiel hier die beiden Kerle. Der Henna und der Frieda. Das sind Wahrzeichen. Und ich bin total fasziniert, wie detailgetreu Janine das auf meine Turnschuhe gemalt hat. Man kann sogar, bei ihm nicht, bei ihm, die Fingernägel sehen. Die Fingernägel. Ihr glaubt nicht, wie klein die Fingernägel von ihm sind. Dass die das... Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat. Das ist so... Jetzt finde ich meine Brille nicht. Kinder, wo habe ich meine Brille hingetan? Ich hatte die auch gerade noch. Das ist wieder typisch. Ich schaffe es innerhalb von einer Minute. Wahrscheinlich brüllt ihr jetzt alle. Ich bin fasziniert, dass die diesen Gesichtsausdruck dieser Statue, dieser Messing, ich habe ihr ja Bilder davon zugeschickt, dass sie auch den Gesichtsausdruck, der Hut hier bei dem Hüttenmann, der Hut mit der Krempe, mit der Falte, wie sie das hingekriegt hat, das ist für mich ganz, ganz großes Kino, was sie hier gemacht hat. Und die Schuhe bedeuten mir unendlich viel, aber ich habe sie schon getragen. A sind das Rika Air Schuhe. Ich kann euch die nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr Probleme mit den Füßen habt, ich habe immer mal wieder an der Seite Schmerzen, Zehenschmerzen, gehört wohl auch zu den Wechseljahren, aber... Ich habe das wirklich, seitdem ich diese Corona-Impfungen habe, und ich war auch deswegen schon bei der Hausärztin, ich habe gesagt, das ist doch nicht mehr normal, dass ich an unterschiedlichen Stellen am Körper immer mal wieder
An den Händen, Handgelenken, an meinen Zehen, an seitlichen Schuhen Entzündungen reinkriege, die wirklich so schwer wehtun, weiß ich nicht. Ich liebe auf jeden Fall diese Schuhe. Hier halte ich es richtig gut drin aus. Und wenn ich will, kann ich hier alles rausmachen und kann sogar meine Einlagen tragen. Ja, ich habe, das ist ja mein zweites Paar von dieser Serie, von der R-Serie. Toll. Was wollte ich euch noch sagen? Ich war erstaunt, dass ich meine Schuhe weiß wiedergekriegt habe. Ich war fest davon überzeugt, dadurch, dass die hinten diesen schwarzen Keil haben, sie mir die Schuhe komplett irgendwie grau macht, hatte ich irgendwie so im Kopf. Ich habe gedacht, die macht mir das Ganze oben her dunkel und erarbeitet sich das andersrum, weil ich das bei ihr mal so gesehen hatte. Also ich war erstaunt, dass ich einen annähernd weißen Schuh wieder bekam. Und dann habe ich aber gedacht, wer weiß, ob mein absolutes Lieblingselement, sage ich jetzt mal, nämlich unser Krönchen, auf dunkel so gut gekommen wäre. Schaut euch das an. Das ist das Krönchen, was oben auf der Nikolaikirche ist. Also wenn ihr mal in Siegen seid, tut euch das an. Lauft die Oberstadt hoch. Ist gut für die Beine, gut für den Po. Da kriegt ihr einen richtig schönen Knackhintern. Macht das mal, lauft bis oben hin. Da gibt es ganz tolle Cafés mit ganz toll geröstetem Kaffee. Und dann setzt euch unter die Nikolaikirche. Das ist so schön da oben. Und noch ein bisschen weiter höher könnt ihr in unserem oberen Schloss die Ausstellung besuchen von Peter Paul Rubens, der Sohn der Stadt. Und ich versuche, halt euch jetzt den Ton schon mal ganz nah und guckt mal sein Gesicht an. Also auch das ist wieder von Janine. Das ist Kunst. Knaller, oder? Ja. Und so überholen sich beim Laufen meine Schuhe und ich weiß nicht, was schöner ist. Henna und Frieda, Krönchen und Rubens, Henna und Frieda, Krönchen. Also ich bin selbst so begeistert von den Schuhen. Wahnsinnig. Danke nochmal an dieser Stelle an Janine. Ich bin begeistert. Ich habe mir noch ein paar andere Schnürsenkel gekauft, weil die finde ich bald ein bisschen zu... Ja, die waren dabei. Bald ein bisschen zu wild. Die schlucken so ein bisschen, glaube ich, vom Muster. Ja. Bin auch schwer, ebenfalls schwer, sehr dankbar, dass ich mir den Wunsch erfüllen konnte mit Dank meines Mannes und Janine natürlich. Und was soll ich sagen? Da war in dem Paket noch was bei. Das war, also durch die Post, muss ich sagen, ziemlich durcheinander gerumpelt worden. Ich habe also auch erst gar nicht alles gefunden. Erst beim Auspacken habe ich noch eine Karte gefunden von Moni und war total gerührt. Und Moni schickt mir ein Stiefmütterchen. Ja, der kriegt natürlich einen Ehrenplatz bei mir. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den schon verstricken soll. Ich glaube, ich werde ihn erstmal behalten. Und sie so zu meinen Schätzen legen und muss dann mal gucken, was ich daraus mache, mal irgendwann. Ja. Und das Holzschild finde ich total klasse. Thema Nachhaltigkeit, Holzschild beschriftet, finde ich auch mal wieder mega, mega klasse. Ja, habe ich mich schwer gefreut. Danke, Moni. Ach, du bekommst jetzt erstmal bei mir einen Ehrenplatz. Ja, auch Hitzeballonen. Wenn das, das hört dann hinten im Nacken auf. Wenn ich dann weiß, oh, jetzt fühle ich gerade, da das hinten im Nacken ist. Und ich Trottel hat auch noch vergessen, das Wasser mitzunehmen. Dann habe ich nur Kaffee zum Löschen, ist auch nicht so gut. Am besten, ich müsste mal, kippe mal einen halben Liter Wasser hinterher runter. Na, wie Hitzeballon. Wann hört das endlich auf? Jetzt bin ich 54. Wann hört das auf? Oh Gott, oh Gott. So, ihr Lieben,
Sie wird aber nicht gejammert. Das ist kein Jammer-Podcast. Das ist ein Strick. Und wisst ihr eigentlich, seit ich immer noch keine Zeit hatte, in der Garage zu gehen und nochmal Mosaikkunst zu machen aus Holz. Jetzt habe ich so eine tolle Kappsäge. Ich habe so einen tollen Aufbau und Ständer. Und hier ist jedes Mal, jeden Tag was anderes. Und ich schaffe es nicht mal eine Stunde, mich draußen hinzustellen und für mich was zu schreiben. Oh, ich hoffe, die kommende Woche. Da ist mein Mann natürlich noch krank geschrieben, weil es nicht gut aussieht gerade. Aber der ist ganz lieb, der setzt sich dann auch mal irgendwo in der Ecke und ich könnte ja dann vielleicht mal eine Stunde sägen. Oh, lieber Gott, bitte eine Stunde, damit ich nochmal ins Holz kann. Ich mag diesen Geruch, wenn man Holz schneidet und diese Möglichkeiten, die sich ergibt. Und vielleicht schaffe ich es irgendwie, euch ein bisschen mitzunehmen dabei. Weil ich wollte mir gerne als nächstes einen Spiegel verkleiden. Einen rechteckigen Spiegel. Und je nachdem, wie gut das läuft, mache ich dann die Fernsehrückwand. Ja. Mein Mann und ich, wir haben aber jetzt beschlossen, da wir noch Stauraum brauchen und es ja sehr mit Klapptüren und mit Schubladen sehr, sehr schwierig ist, für mich jetzt, so ein Profi bin ich ja mit Holz nicht. Mein Mann hat mit Holz nicht viel am Hut und mit so frickeligen Arbeiten, das ist auch nicht seins. Der bewegt ja große Sachen, aber für mich ist eben Holz mein Thema. Ich liebe Holzarbeiten. Dass wir einen TV-Sideboard kaufen und dass ich meinen Holzaufbau da oben drauf erst dann anfange, dass ich unten gutes Grundgerüst habe, dann mache ich den Holzaufbau. Davor kommt dann auch das Fernseh. Es sind ja Fragen über Fragen. Bleibt unser Fernseh immer so groß und wir haben einen großen Fernseh? Oder wird der nicht auf Dauer noch mal größer? Also lassen wir den Fernseher ein in die Rückwand oder setzen wir ihn davor? Das war eine harte Diskussion. Das kann ich euch sagen. Mein Mann war eigentlich im Thema Versenken. Ich tendiere eher dazu, weil ich ja die Spinneritis meines Mannes kenne. Höher, schneller, weiter. Will er nicht doch irgendwann einen größeren? Schaffe ich das dann nochmal, die Holzverschalung, die ich ja auch nochmal zu vergrößern, ohne dass das hinterher blöd aussieht? Also wir sind uns noch nicht einig. Das nächste Thema wird dann noch, wenn ich ihm erzähle, ich möchte das kolorieren mit der Farbe. Ja, das wird noch spannend. Aber das ist das nächste. Aber eigentlich wollte ich erstmal gerne den Spiegel. Oh, vielleicht schaffe ich ja nächste Woche wenigstens mal einen Anfang. Dann nehme ich euch mit. Ich hatte euch ja schon mal so meine Anfänge gezeigt mit Mosaik. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber jetzt habe ich hier halt eine bessere Ausstattung und oh, ich würde so gerne. Ja. Bitte. Weil unsere Mutter ist auch noch krank. Die lag auch noch 2-3 Tage. Die hat eine Sommergrippe. Oh, ich dachte schon, die hätte Corona. Aber es ist wohl nur eine Sommergrippe gewesen, weil alle Tests waren negativ. Also von daher, ey, nächste Woche bitte mal ein bisschen mehr Ruhe. Wäre schön. So, ihr Lieben, ich habe noch was angenadelt, weil ich ja auch zum Friseur wollte und habe gedacht, vielleicht. Also, für diejenigen, die es noch nicht aufgefallen war, ich war beim Friseur. Ich bin jetzt am Weg, grau zu werden. Zeige euch das mal. Grazia hat mir ein ganzes Stück abgeschnitten. Hier hinten fehlt also eine ganze, ganze Menge. Dann haben wir nach zähem Ringen, auch mit Grazia ist das zäh Ringen, wir haben zusammen die gleiche Schule besucht und sie sagt, nein, mache ich nicht. Du bist zu jung. Da habe ich gesagt, Grazia, dann gehe ich. Ich will das aber. Ich sage, ich war schon mal vor 1,5 Jahren da und da hast du mir das auch verwehrt. Ich sage, ich möchte das aber. Dann ist sie hinten rein, hat sich einen Schluck Kaffee getrunken und kam dann wieder und sagt, okay, wenn du das willst du das wirklich? Ich sage, ja. Okay, wenn du das wirklich willst, müssen wir das so und so machen, weil du vorher so dunkel getönt hast und jetzt hier oben raus wachsen lässt. Jetzt hatte ich gefühlt grau, dann so ein Streifen, so fast schon grünlich schimmernd. Dann kam ein bisschen helleres Braun vom Sommer ausgeblichen.
Und desto tiefer man kam, war es halt richtig dunkel, schon fast Ebenholz. Jetzt habe ich nach unzähligen Strähnchen diese Farbe. Wir werden die Prozedur in 8 Wochen wiederholen. Dann bin ich noch mal 3 Töne heller. Dann werden wir wieder so 8 bis 10 Wochen vergehen lassen. Und dann werde ich noch mal um 3, 4 Töne heller, bis ich dann grau bin. Das wird locker ein halbes Jahr jetzt dauern. Aber ich erspare mir den elendlangen Weg des Rauswachsens. Was ja auch nicht so prickelnd war. Oder werden wird. Gut. Ich kann jetzt mit ihr sehr gut zusammenarbeiten, weil ich darf da was sagen und wir wägen ab. Und das wird ganz schön. Sie hat mich überzeugt, dass der Weg, den ich ursprünglich wollte, blondiere mir den ganzen Kopf und mach mir grau drauf und wir lassen dann rauswachsen. Da hat sie gesagt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du morgen so ein Hüppel Haare auf dem Kopfkissen hast und weil alles abbrechen wird. Ist viel zu, weil ich so trockene Haare habe, wäre das überhaupt nicht machbar gewesen. So, deswegen nehmen wir jetzt den Umweg oder den Mittelweg, sag ich jetzt mal, rauswachsen lassen, gen 3 Jahre, Radikalkur, blondieren, grau drauf, Haare fallen aus, haben wir jetzt diese sanfte Variante gewählt. Ich bin wieder nahezu einfarbig und darunter sind jetzt. Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Friseurin seid oder auch dahin geht. Also, die haben ja dann so einen länglichen Haufen mit Alufolie, sage ich jetzt mal. Den hatte ich erst in der Hand. Dann haben sie meine Haare angefasst und haben gesagt, n-n. Dann sind sie wieder nach hinten und haben mir Papiere geschnitten, so Spezialpapiere. Das ist sanfter für die Haare. Und ich hatte noch nie nach dem Blondieren beim Friseur so weiches Haar. Wie jetzt mit der Folien, mit diesen Papierfolien. Vielleicht mal als heißen Tipp für euch, der auch Strähnchen ziehen lasst. Man muss gar nicht die Alufolie nehmen. Die haben auch so eine Art Papierfolie, die mit irgendwas, sage ich jetzt mal, beschichtet war, was einfach sanfter beim Blondieren war. Ja, war auch für mich angenehmer, muss ich sagen, als dieses Alufolie um den Kopf. Ja, hat auch nicht so auf der Kopfhaut gebrannt wie mit der Alufolie und so, war wirklich sehr angenehm. So. 3 Stunden. Eigentlich wollte ich zwischendurch stricken und hatte mir das hier angenadelt. Das habe ich mal gefärbt. Und zwar ist das Wolle-Seide aus meinem Sash. Und ich habe 2 Stränge davon in meinem Stash gefunden. Und ich weiß genau, die anderen beiden hat unser Heidi. Die habe ich mit Heidi geteilt. Und Heidi ist in 4 Wochen schon ein Jahr verstorben. Und sie fehlt nach wie vor mir mental. Sehr. Es vergeht nicht ein Tag, wo ich nicht an Heidi denke. Bin da sehr emotional, weil sie hat einfach die Lücke, kann keiner schließen. Ist so. Heidi war einzigartig. So, jetzt habe ich mir einen Schal angefangen, wo ich nur ein ganz leichtes Muster drauf mache, nämlich mit linken Maschen im rechten mit so Rauten. Weil ich ja immer noch überlege an einem eigenen Design. Und hier, das ist jetzt mal die Probe. Ja, ihr werdet es sehen, es wird wachsen müssen. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön. Och, und wenn ich irgendwann mal richtig schön hellgraue Haare habe und das dann dazu, mega, mega. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber beim Friseur habe ich nicht gestrickt. Also beim Friseur sitze ich dann auch gerne mal, hat auch nicht das Handy an. Finde ich auch sehr unfreundlich, wenn man nur aufs Handy schaut. Das hat da auch eine Dame gemacht. Das fand ich sehr unhöflich. Ich habe dann zugehört. Oh, ich hatte eine Frau neben mir. Die war echt zum Abgewöhnen.
Der habe ich zugehört. Darf ich mal fragen, wie lange Sie schon, wie lange Sie, Sie waren doch in Ausbildung, fragte sie die Friseurin, die ist neu im Salon. Sie in Ausbildung waren? Sie wissen ja, ich muss genau die Farbe muss wieder drauf. Also die Frau war gen 70 plus und ließ sich die Haare tönen und wachsen, hatte sie beschlossen für sich, mit über 70, wo sie eigentlich schon grau war, dass sie sich jetzt die Haare tönen will, hatte sich so einen Ton ausgesucht zwischen einem krassen Orange und so einem Orangebraun. Das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen muss jetzt hier halten. So etwa, ne? So, Eichhörnchenfarbe. Wo ich gedacht habe, nee. Und sie hatte immer kurze Haare, ihr ganzes Leben lang, und ließ die jetzt wachsen. Und hatte dann auch so eine furchtbare, komische Haarspange in den Haaren. Also erstens mal, bis das Ding draußen war, die Friseurin hat da dran rumgefrickelt, hat ein bisschen in die Haare gezielt und sagte, ach, das müssen Sie vorsichtig machen. Also wenn ich zum Friseur gehe, da brummel ich mir die Sachen doch selber aus dem Kopf. Das war schon das Erste, was ich dachte. Da habe ich schon gedacht, oh, das kann ja lustig werden. Oh, das zieht, vorsichtig, vorsichtig. Kinder, da war ich ja schon entsetzt. So. Und dann sprach ich halt so und sagte, nein, ich will grau werden. Ich sage, ich finde grau mega. Wow. Und sie guckte mich schon immer so an. So, hm, da die denn, ne? Die war wegen jedem bisschen. Da sagt sie, jetzt ringen Sie sich nicht auf. Wir legen hier eine Karte an und auf Ihrer Karte steht dann genau die Farbe, die wir beim letzten Mal verwandt haben, in welchem Mischungsverhältnis. Das ist alles hier ganz safe, ne? Und dann sagt sie, ach, Sie haben aber schöne Augenbrauen. Die möchte ich aber auch haben, ließe sich dann. Also Haare tönen, da Augenbrauen machen. Und hatte, ah, die Haube war zu warm, klar, war warm. Haube zu warm. Also das war eine, ich war 3 Stunden wirklich da nur beschäftigt, wenn sie nicht gerade an mir gearbeitet haben und ich was anreichen musste, dazu zu hören. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Friseure haben es nicht einfach. Da kommt ja nicht einer hin und ist so unkompliziert, lässt sich auf die Absprache ein, sondern man muss ja auch mit so Leuten klarkommen. Eine ganz Liebe, die immer schon da arbeitet, die hat mir hinterher einen Kaffee gebracht, und er hat mir zugezwinkert, und die muss ja gesehen haben, dass ich echt gedacht habe, boah, Emil, wäre schon längst der Kragen geplatzt. Die war voll anstrengend, die Frau. Die schlagen doch bestimmt 3 Kreuze, wenn die ja das Friseursalon da verlassen hat. Boah. Wie komme ich jetzt da eigentlich? Ach so, von meinem Gestrick, weil ich eigentlich mit zum Friseur nehmen wollte, weil ich da in Ruhe stricken wollte. Sie hat sich übrigens hinterher zu mir vorgebeugt und hat gesagt, das muss ich übrigens sagen, ich halte sie auch für viel zu jung, graue Haare zu haben. Und ich wollte gerade loslegen und dann habe ich gedacht, nein. Hochachtung an mich selbst, ich habe es nicht gesagt. Und ich habe nicht gesagt, und wissen Sie was, in Ihrem Alter sich beim Friseur so anzustellen und sich so eine Haarfarbe auf den Kopf zu machen, ist auch völlig deplatziert. Ich habe es geschafft, das erste Mal in meinem Leben. Ich habe sie freundlich angeguckt, habe genickt und habe mir meinen Teil gedacht. So. Ich glaube, ich werde alt, Leute. Ich habe es geschafft, den Mund zu halten. So, wartet mal, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken. Ach, es ist gerade so schön mit euch. Ich vergesse hier Zeit und Raum, aber ich habe einen Zettel. So, Zettel. Brille hatte ich ja auch schon verlegt. Wartet, ich mache das mal mit dem langen Arm. Auf der Nadel, Neuanschlag. Kalle September. So, wir müssen mal mit dem Karl weitermachen. Ich habe dem Nikola von Wohlhaus nochmal eine Mail geschrieben und habe gewunken, hast du mich vielleicht vergessen. Ich habe immer noch nicht, die wollte mir eine Probe zuschicken mit einem Garn, was sie für mich als total genial empfindet und was sie mir gerne zur Verfügung stellen will. Ja, jetzt weiß ich ja, Nikola hat ja auch viel zu tun. Wir waren ja erst in OP-Vorbereitungen. Leute, warum? Ich habe das ganze Haus geputzt. Ich habe gemacht und getan, nur weil mein Mann in die OP muss. So. Dann sollte ich den ja eigentlich den gleichen Tag wiederkommen. War aber nett. Dann kam ein Tag später, musste ich also noch Sachen runterfahren. Der Kerl hatte ja nichts anzuziehen. Und die Sachen, die er eigentlich mit vorne zum OP mitgenommen hatte, die waren irgendwie verschwunden.
Er hat also nur sein Totenhemdchen an, weißt du, wo hinten der nackte Pöter rausguckt. Ja, ging ja auch nicht, also musste ich ihm ja noch Klamotten bringen. Und jetzt die Nachsorge, die ersten 3 Tage waren ganz gut und seitdem ist hier irgendwie Krommerlochtekack. So, egal. Da habe ich der Nicola auch nicht geschrieben. Jetzt habe ich ihr gestern nochmal geschrieben, wo es ein bisschen ruhiger wird, dass ich noch keine Wolle habe. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt alsbald geregelt, weil ich wollte ja eigentlich im September mit meinem Kall starten. Meinem Kall von Anke Strick. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr stricken wollt von Anke Strick und wir stricken das zusammen in einer Gruppe. Es wäre von Vorteil in dieser Gruppe, ich sage das nochmal, wenn ihr schon stricken könnt und Anleitungen lesen könnt. In dieser Gruppe hätten wir keine Zeit, Grundlegendes zu erklären. Natürlich hoffe ich, dass da viele in die Gruppe kommen, die gut stricken können, Anleitungen lesen können. Und wenn es mal bei dem einen oder anderen hakt, dass man sich weiterhelfen kann. Aber so grundlegende Sachen, also wenn ihr nicht stricken könnt, ist die Gruppe dann nicht geeignet, um euch da durch die Gruppe zu hieven. Und dann kommt noch hinzu, dass ich eine Gruppe aufmachen muss mit Anke Strick. Und ich sage euch das ganz ehrlich, ich habe gerade 14 WhatsApp-Gruppen, in denen es richtig abgeht. Die schlimmste ist allerdings gerade eine private Gruppe. Puh! Da werden manche Sachen, also wenn das Licht nicht aus wäre, könntet sehen, wie puderrot ich werde. So, nein, also die ist ganz, also die ist heftig. Aber ich habe natürlich auch andere Strickgruppen. Insgesamt habe ich 14. Und ich sage euch ganz ehrlich, nach einer gewissen Zeit werde ich diese Gruppe auflösen. Und ich muss auch gucken, ich bin auch schon aus anderen Gruppen rausgegangen, wo ich, die auch ganz ruhig geworden sind, wo ich dann... Also ich denke immer, wenn ich in einer WhatsApp-Gruppe bin, wo ich mich persönlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr einbringe, wo ich auch gar nicht mehr lese, die kann ich auch verlassen. Ich verstehe da manche Leute nicht, die dann ewig in so Gruppen bleiben, vielleicht hin und wieder mal sporadisch mitlesen, aber da drin bleiben. So, dazu zähle ich nicht. Und hier sage ich direkt, das ist meine Gruppe 15. Da wird es am Anfang wieder richtig losgehen. Und irgendwann wird das dann ruhiger werden mit dem Aufhören des Gestrickes. Und am Ende werde ich die dann auflösen. Nicht, dass es dann da irgendwie zu Missverständnissen kommt. Ich kann es nicht. Ich bin leider auch, viele meiner Podcast-Kollegen tun sich mit jemand anderem zusammen und machen das zusammen. Dann ist der Arbeitsaufwand ganz anders, als wenn ich immer alleine da bin. Weil, und das möchte ich auch nochmal sagen, hatte ich ja auch gedacht, ich wollte mal eine WhatsApp-Gruppe machen, mit den totalen Anfängern und deren Problemen und denen da zu helfen, weil nicht jeder hat eine Mama zu Hause, die er fragen kann oder gar eine Oma, sondern fängt auch alleine an. Ja, es gibt YouTube-Videos, aber es ist eigentlich auch schön, wenn man dann jemanden hätte, dem man auch mal was fragen könnte. Und an dieser Gruppe überlege ich noch. Und da hatte ich mir schon überlegt, jetzt kommt ihr. Ja, ihr könnt hier nicht immer nur für Umme zugucken, ihr müsst auch schon mal helfen. Ich hatte mir jetzt vorgestellt, vielleicht wäre es schön, wenn ich von meinen Profistrickern welche in die Gruppe dazu bitten könnte, die sich auch einem Strickanfänger annehmen. Wir helfen den Anfängern. So ein paar Profis. Ich habe da auch schon so ein paar im Kopf, die ich gerne fragen würde, wo ich denke, ihr rockt die Strickprobe. Also manche Projekte rockt ihr runter, als ob es keinen Morgen gibt. Vielleicht hättet ihr auch Zeit, euch vielleicht einem Anfänger oder einer Anfängerin so ein bisschen anzunehmen. Würde ich auch machen. Und dass wir da so in der Gruppe noch, vielleicht das dieses Jahr noch hinkriegen, so eine absolute Anfängergruppe und wir nehmen uns, wir machen wie so eine Patenschaft, so eine Strickpatenschaft. Einer nimmt sich jemanden an und ist dann auch Ansprechpartner und würde dann sie vielleicht besonders gut durch so ein Strickprojekt. Das habe ich ja immer noch im Hinterkopf. Ja. Aber ich muss das jetzt erstmal mit dem Kall klären, weil ich wollte ja gerne mit der Wolle von der Nicola stricken. Und das muss ich, hoffe ich, ich strecke mir das also auf die, ich mache keine Tagespläne mehr. Soweit ist es schon. Weil es an allen Ecken und Enden hakt, mache ich mir jetzt Wochenpläne. Das stresst nicht so. Euch mal als kleiner Tipp, wenn ihr was habt, macht Wochenpläne, Tagespläne.
schaffst du eh nicht. Weil dein Gegenüber muss ja auch mitarbeiten. Und Nicola hat einen richtig viel um die Ohren. Also von daher ist auch kein Vorwurf an die Nicola. Die hat einfach auch so viel um die Ohren. Und wir haben alle Weihnachtsgeschäft. Ich hänge ja hier mit dem Kopf auch schon thematisch im Weihnachtsgeschäft und in Halloween. Ist so. Ja. Und wir haben immer noch zwei Hände. Ah, Viola habe ich. Viola anrufen. Ja, das mache ich. Viola, ich rufe dich an. Nächste Woche. Dann schaffen wir das. So. Und jetzt komme ich zum Geschäftlichen. Ich habe Wolle gefärbt. Und die zeige ich euch jetzt. Und ich habe Taschen genäht. Und die zeige ich euch auch erst. Gleich noch. Aber zuerst will ich euch sagen, am Sonntag, wenn ihr mich seht, gehen die Halloween-Bags. Ich habe mich dazu entschieden, die wirklich richtig tolle englische Qualität, die 7525, für euch im Mystery Bag zu färben und ihr bekommt einen Miniscan dazu und noch so kleine süße Nettigkeiten. Ich möchte mal sagen, weil ich jetzt mit zwei Leuten schon Schwierigkeiten hatte, weil ich Plastik im Paket hatte. Ich zeige euch das mal. Für alle, die die nicht bei mir bestellt haben. Und die Tonlage dieser Damen ist mir auch schon ein bisschen auf den Sender gegangen. So, will ich nur mal sagen. Also man kann sich ja aufregen. Den Damen würde ich am liebsten sagen, bestell doch woanders. So, ganz ehrlich. Ich tue in meine Mystery Bags unheimlich gerne Konfetti streuen. Stellt kein grundsätzliches Problem für die Damen dar. Aber es ist hin und wieder ein metallisch schimmernder Konfetti da drin. Plastik. Das stellt ein Problem für die Damen dar. Der Rest des Konfettis ist Papier. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, die Bonbons oder das Gummibärchen ist in Plastik eingepackt. Ich versuche immer das Plastik möglichst gering zu halten. Aber das ist schon wenig bei mir. Die Tüten, in die ich verpacke, habe ich mich deswegen zu entschieden, das zu machen, weil viele von euch die Wolle zu Hause bevorraten. Und bevor ihr dann später, weil ihr könnt ja nicht alle Wolle, die ihr kauft, sofort verstricken, lasst sie besser in den Folien, um Ungeziefer, was vielleicht bei euch in den Schrank eintreten könntet, keinen Spielraum zu geben. Ja, das Halloween-Pack hat auch etwas Plastik mit dabei. Es ist so. Und ihr müsst euch da vorher entscheiden, ob ihr damit leben könnt oder nicht. Ihr könnt das, die Verpackung, auch wiederverwenden. Ihr müsst sie nicht nach einmal. Also ihr könnt da noch eine Mülltüte rausmachen oder selbst auch ein Geschenk weitermachen. Dann ist es wenigstens abgecycelt. Also, ich hoffe, ich konnte das mit den beiden Damen da. Ich weiß auch nicht, kriegen andere Podcasts, andere, die Leute verkaufen auch hier sowas von wegen. Also ich habe das versucht, auf die Waage zu legen. Wenn ich eine Handvoll Konfetti nehme, sind ungefähr 5 bis 7 glitzernde goldene Konfettis dabei. Und ich habe einen Bonbon gegessen und die Folie gewogen. Es war gen Null. Ja, gen Null. Das Halloween-Pack hat eine Plastiktüte. Im Halloween-Style. Richtig cool. Habe ich schon vor Monaten alles angefangen, mir passend zusammenzusuchen. Ich finde es richtig toll und würde hinterher die Tüte upcyclen. Dann wurde es nochmal gebraucht und dann habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen. Aber für die Gesamtoptik, und die muss bei mir stimmen, musste ich jetzt diesen Tod sterben. Es ist etwas Plastik dabei. Und da stehe ich auch zu. Ich habe dieses Jahr schon so viel Plastik vermieden. Wenn jeder da draußen so viel Plastik vermeiden würde wie ich, hätten wir überhaupt kein Problem mehr. Das ist ja das größte Problem, was wir haben, ist, glaube ich, von der großen Industrie her. So. Muss ich jetzt mal zu meiner Entlastung sagen,
Ich habe den beiden Damen noch recht freundlich geschrieben. Die eine hat dann nochmal nachgetreten. Da habe ich gedacht, boah, jetzt gib Ruhe. Und ja, ich habe schon wenig Plastik. Alles lässt sich aber nicht vermeiden. Und ein bestimmtes Maß. Und ich finde es auch gut, wenn die Ware bei mir etwas eingepackt rausgeht. Ihr könnt sie auch noch ein halbes Jahr ins Regal legen und da passiert nichts. Weil jeder von uns muss lüften. Mücken, Motten und so kommen rein. Ist Fakt so. So. Dann ist es auch safe. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Halloween-Sachen. Ich habe schon das Exemplar gefärbt. Da gucke ich schon drauf. Das ist richtig gut geworden. Und so eins kriegt ihr dann auch. 100 Gramm Miniskein mit dabei und so noch so ein paar süße Nettigkeiten mit dabei. Und in einer Halloween-Bag, die Plastik enthält. Ja, es gab kein recyceltes Plastik im Halloween-Optik. Sonst hätte ich die genommen. Hatten die aber nicht. Auf jeden Fall, ich habe euch ja schon gesagt, ich freue mich dieses Jahr ganz wahnsinnig auf Halloween. Ja, es wird schön. Der Abverkauf startet jetzt. So, und dann, ihr Lieben, die nehme ich mal ab. Habe ich gefärbt. Ein Peachy, ein Grau. Na, willst du nicht? Ein Morgentau, ein Skein Set. Kastanie und Herbstaster. Das sind so mal die ersten, die ich euch zeige. Und die passen alle zueinander. Ich habe mir da also auch was gedacht. Das ist für mich der Herbst. Ein Peachy, was noch abgeht, ein schönes, moosiges Grün, der Silberfuchs, Morgentau. Alle die Farben sind untereinander kompatibel. Ihr könnt euch eine tolles Herbsttuch stricken, ein Streifenpulli, wie ihr das wollt. Ihr könnt noch, ich habe jetzt nicht so, Gott, ich krieg das nicht gepackt. Ich versuche es mal. Ich versuche es mal. Ihr könnt noch die Herbstaster dazu nehmen. Mit dem Peach passt richtig toll. Das Grün dazu. Jetzt können wir noch das Grau dazu nehmen. Wartet. Wir können den Morgentau dazu nehmen und wir können wieder in die Kastanie übergehen. Also, das ist für mich der Herbst. Der Herbst ist nicht immer Kastanie und Moosgrün und dabei ein Orange. Nee, der Herbst hat die Astern. Können wir dazu nehmen? Die Farbe musste einfach sein, weil ich die unheimlich schön finde. Das ist so ein ganz leichtes Peachiges, was ich ein bisschen abgespeckelt habe. Das musste einfach sein. Silber passt immer sehr, sehr edel. Ihr könnt euch auch einen silbernen Strang, einen Silberfuchs bestellen. Und von der Extraklasse von Atelier Citron habe ich auch so ein schönes Silbergrau. Und da traue ich da ein flauschiges Tuch draus stricken. Oder ein Westover, die Zeit kommt jetzt wieder. Das gleiche könnt ihr machen. Ich habe auch ein schönes Himmelblau in der Extraklasse mit diesem Strang. Das ist der Morgentau. Habe ich euch ja erzählt. Ich sitze jetzt morgens im Stuhl und dann kann ich halt sehen, dazwischen den Gräsern schon wieder die schönen Spinnennetze sind. Also ein richtig schöner Morgentau haben wir jetzt schon morgens. Und dann habe ich gedacht, ich mache euch mal ein Skein Set. Das ist Wolkentee mit Mini-Skeins. Da habe ich ein schönes Himmelblau gefärbt und der kriegt die drei Skeins dazu. Auch wieder das Peachy, das Grün und das Kastanie. Ja, so stelle ich mir persönlich den Herbst vor. Ich habe ja gesagt, ich sehe den ein bisschen anders, den Herbst, wie manch andere. Ich hatte euch ja schon gezeigt, letztes Mal. Auch die Beerenauslese. Und dieses Mustard oder Senf. So, das waren so von mir so die ersten Herbsttöne. Ich gehe mal mit sehr wachem Blick durch die Natur und
Ich sehe auch oft Farben. Ach, ich habe die Blätter liegen lassen. Ich wollte euch noch die Blätter mitbringen. Das erste Laubfeld ist ganz toll. Die Vorderseite von manchen Blättern ist jetzt so gelb-grün und die Rückseite rosa. Richtig klasse. Ich bin begeistert. Ich habe da mir eben welche mit reingebracht. Da habe ich Bücher drauf getan. Ich hoffe, die trocknen mir jetzt auch so schön und die will ich mir dann als Deko dieses Jahr ins Fenster hängen. Die Natur verändert sich gerade. Ich finde die Farben wunderschön. Früher habe ich immer gesagt, ich möchte einmal den Haarfarben so haben, wie der Herbstwald ist. Also auch so bunt und so scheckig. Das wäre, ach, das wär ja klasse gewesen. Aber der Drops ist gelutscht. Ich bin jetzt gen grau werdend. So, hier oben habe ich noch die Kariko in einem sehr gelben Ton. Habe ich noch nicht drin. Die kriegt ja immer Nummern bei mir. Wir müssen also echt noch Flügel wachsen bis Sonntagmorgen. Und dieses Pink, Lila, Flieder, das ist die Kariko Nummer 2. Ich finde, es ist ein sehr schönes Garn. Und das habe ich ja hier in meiner Jacke drin mit Wollweisensträngen. Wenn ihr euch so eine Jacke oder irgendwas anderes nachmachen wollt, schreibt mich an. Dann verkaufe ich euch rohweiße Stränge, die ihr euch selbst zu Hause aufbereiten könnt. Ihr wisst ja, die sind ja so zum Färben vorbereitet. Und wenn ihr die so stricken wollt, ist es immer besser, ihr jagt euch die erstmal durch ein Laugenbad mit Wollwaschmittel. Hängt die draußen auf, dann flufft die auf und dann habt ihr die Konsistenz. Nee, Konsistenz ist Quatsch. Dann habt ihr die Qualität, die ihr auch hinterher in eurem Strickbild Fakt habt. Ja, das sind die Karikos. Und jetzt kommen wir zu den Taschen. Zwei habt ihr schon gesehen, die hingen während dem Podcast ständig da oben. Das ist die kleinste Größe, die ich habe. Und ich finde den Stoff unendlich schön. Wie können Stoffe? Ihr müsst mich anbinden in dem Shop. Ich liebe Eichhörnchen. Ich habe auch Fuchsstoff gekauft, aber die habe ich noch nicht gekordelt. Das ist noch ein älterer Stoff. Der kommt also nicht von diesem Hersteller. Das ist kein Digitalstoff. Auch wunderschön, um Gottes Willen. Aber nicht von denen. Das seht ihr auch. Das ist viel detailgetreuer. Das ist eben Digitalprint. Die können, denke ich, alles. Die können echt alles. Oh. So, passt auf. Das ist die kleine nochmal. Die habt ihr schon gesehen. Jetzt, da, 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 da. Ihr erkennt sie jetzt sofort wieder. So, das war ja meine Kunstleder. Und die habe ich jetzt auch in diesen Digitalstoff genommen. Richtig klasse. Wenn jetzt noch was runterfällt, dann schreie ich aber gleich. Mein Nachbar ist draußen mit der Heckenschere. Hört ihr ihn? Einen schönen sandfarbenen Boden darunter. Ganz klasse Tasche. Die ist in der größeren Größe. Das heißt die große Caro Bag. Das ist auch die große Caro Bag mit den Pilzen. Manchen Pilzen sitzen sogar noch Schmetterlinge. Also, das war die, die ihr gerade gesehen habt. Die hat nur einen anderen Boden. Die hat so einen hellen Boden bekommen. Die andere hat ja einen dunklen. Den hier finde ich auch richtig gut. Den hatte ich nicht bestellt. Den haben die aus Versehens mitgeschickt. Finde ich auch richtig schön. Und der hat so einen Kupfer-Metallic-Boden gekriegt. Die sich da selbst in der Nummer vertan haben. Ich hatte so einen ähnlichen bestellt.
Wir haben sie hier zu Hause gesagt, oh, den der Stoff hier viel besser gefällt. Der dunkle Rückboden macht es aber auch. Also der dunkle Untergrund macht es auch. Also es ist einfach einzigartig. Ja, Pilze, große Hammer. Drei Stück. Drei oder vier. Ja. Ich glaube, das war's für heute. Oh, du bleibst besser draußen. Das war eine Hornisse. Ich glaube, das war's für heute. Es kann sein, dass noch ein, zwei Taschen dazu kommen. Müssen wir mal schauen, ob ich die noch schaffe, alles zu kordeln. Wir haben Samstagmittag jetzt. Zwei Hände. Ich glaube, das war's. So, habe ich alles? Ja, meine To-Do-Liste für nächste Woche steht auch. So, ihr Lieben, das war's, meine heutige Auszeit mit euch. Und ich hatte wieder so viel Spaß. Auf Instagram konntet ihr schon eine Färbung sehen, die ich erstellt habe. Die gibt's erst beim nächsten Mal. Die habe ich überhaupt noch nicht gelabelt. Ich weiß jetzt aber, wie sie heißt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Manchmal höre ich dann im Fernsehen irgendwie einen Namen und da denke ich, der passt. Den nimmst du. Den nehme ich auch. Ich habe den Zettel mir irgendwo da hinten hingeschmissen. Ja, mache ich. Also in 14 Tagen gibt es wieder tolle neue Sachen. Heute kriege ich auch endlich Lieferung, auf die ich schon anderthalb Wochen warte. Die hätte ich euch gerne heute noch im Podcast gezeigt. Es gibt nämlich Maschenstopper im herbstlichen Design. Passen richtig toll zu den Taschen. Was soll ich euch sagen? Das wird von Tag zu Tag zu Tag wie die Zustellung verschoben. Gut, ich weiß, jeder hat Personalmangel. Ja, ist halt so. So, ihr Lieben, bis wir uns in 14 Tagen sehen, nehmt euch öfters mal eine Auszeit. Ich bin auch achtsam mit mir. Ich nehme sie mir trotz dem vielen Tohuwabohu hier auch. Und das tut so gut, mal hier rauszukommen. Und wenn es nur der Friseur ist, was sehr lehrreich war, es ist nämlich wirklich ein Lehrberuf. Also das, was die da stemmen, Hut ab. Die müssen auch in Mathe gut sein, weil sie ja diese Lösung da ja rechnen müssen. Überhaupt nicht meine DNA. Egal. Nehmt euch mal Auszeiten. Geht durch den Wald spazieren. Es verändert sich alles gerade farblich. Ich hoffe, ich schaffe das heute auch noch. Schönen Waldspaziergang. Weil es heute nicht so heiß ist. Es ist schön windig. Ist richtig toll. Bis wir uns in 14 Tagen wiedersehen, wünsche ich euch wirklich alles erdenklich Liebe und Gute. Ihr Gesunden da draußen, bleibt gesund und wisst den Zustand auch zu schätzen. Euch Kranken da draußen wünsche ich vom Besten oder von allem, was mein Herz hergibt, dass ihr gesund werden könnt. Und wenn das nicht möglich ist, wenigstens einen Zustand, in dem ihr es gut aushalten könnt. Aber am liebsten wäre mir natürlich, ihr würdet alle wieder gesund. Ja. Ich bemühe mich da auch nach Kräften, das nicht zu vergessen. Ich bin achtsam mit mir und seitdem geht es mir richtig, richtig, richtig gut. Ein Gang runterschalten tut manchmal gut. Ja, es nimmt mir persönlich auch keiner krumm und das ist die Hauptsache. Und selbst wenn da mal jemand ist, dem das nicht gefällt, ja, der soll sich auch mal bei sich anfangen und das dann mal stemmen. Dann weiß der Bescheid. Also jeder hat es verdient, sich eine Auszeit nehmen zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns in 14 Tagen hoffentlich gesund und munter wieder. Tschüss, eure Caro.